Moin Moin, herzlich willkommen zu dem letzten Video unserer Miniserie über Griffbefreiung und was man damit so machen kann, wie man das üben kann. Nochmal kleine Zusammenfassung. Die Handbefreiung, die wir uns angeschaut haben, ist diese. Ich werde einseitig gegriffen, gehe mit dem Handballenstoß vor, Ellbogen, Handkante, Rückhandschlag, 1, 2, 3. Ja, das ist im Prinzip die Handbefreiung, um die es hier die ganze Zeit geht. So, wir haben danach gezeigt, wie man das kontinuierlich übt, indem der Partner mal wechselseitig links, rechts greift und wir sozusagen Körperpräferenzen, Seitenpräferenzen ausgleichen, dass man nicht nur rechts übt, sondern auch links, wie man das in Latzau einbaut und wie man dann aus so einer Bewegungsfolge, die man jetzt längere Zeit gedrillt hat, bestimmte Elemente rausgreift und die einbaut in eine etwas realistischere Situation, wo der Partner im Prinzip mit einer geraden Rechten eröffnet, anstatt dass der jetzt zum Beispiel mit dem Kettenfauststoß auf einen zukommt, was ja eher nie passiert. Ja, und so dass man eben ein bisschen in der Lage ist, das auch realistischer anzuwenden. So, jetzt müsst ihr euch Folgendes klar machen. Und zwar, wenn ihr in das Wing Chun-System schaut, ja, jetzt kommt eigentlich die Übertragung auf die Messer, worauf ich hinaus will, um das gleich mal anzusprechen. Wenn ihr in das Wing Chun-System schaut, seht ihr, dass Wing Chun häufig 6 oder 7 Formen hat. Ja, also sagen wir mal 6, Xie Nim Tao, Cham Kyu, Byu Chi, Mok Yang Chong Fat, also Holzpuppe, Lok Dim Poon Kwan, der Langstock, Ba Cham Dao, die Doppelmesser. In manchen Wing Chun-Systemen oder Stilen gibt es noch eine Form, die dazwischen liegt, die sogenannte Tripodalform, Sam Sing Chong Fat. Und damit habt ihr 7 Stück. Xie Nim Tao, Cham Kyu, Byu Chi, Mok Yang Chong Fat, Sam Sing Chong Fat. Das sind die waffenlosen Formen und die 2 Waffenformen Lok Dim Poon Kwan und Ba Cham Dao. So, 7 Formen und die 7. Überraschung ist die sogenannte Doppelmesserform. Ba Cham Dao, die 8 Wege der Messer, 8 Schnittrichtungen und so weiter. So, üblicherweise, halt mal bitte, wird dann mit solchen Prügeln hier die Form ausgeführt. Ja? Das sind Doppelmesser, so sehen die Dinge aus. Die sind jetzt schwer, also da wiegt 2,3 Kilo. Ja, und damit kann man schön den Arm und überhaupt den ganzen Körper trainieren, unter anderem, während man die Doppelmesserform ausführt. Was ist jetzt daran so interessant? Interessant ist daran, dass die Doppelmesser zuallererst eine ganz andere Schrittarbeit zeigen. Ich habe sozusagen die Nahkampf-Schrittarbeit, die wir die ganze Zeit üben, aber plötzlich habe ich auch Schrittarbeit, wo ich sozusagen das Gewicht auf dem vorderen Bein habe und ich habe eigentlich, sag ich mal, jetzt plötzlich eine ganz andere Schrittarbeit, die man so im waffenlosen Wing Chun-System eigentlich gar nicht sieht. Ne? Ich habe plötzlich eine Waffe, quasi eine Armverlängerung, ist auch spitz und scharf und jetzt muss ich mir dieses Ganze, ich stehe auf dem hinteren Bein und habe Standbein und Spielbein, muss ich mir jetzt gar nicht mehr antun. Ich kann eben mit der Waffe ganz anders agieren. Mit dem Ding rennt nur keiner draußen auf der Straße rum, außer er hat eine schwere Meise. Na, mit anderen Worten, diese Dinger, die sind für den Alltag absolut irrelevant. Ne? Aber was die Doppelmesser einem zeigen, ist, dass die Handtechniken, die ich im waffenlosen Wing Chun ausführe, alle die meisten eine Entsprechung haben in den Doppelmesserbewegungen. Ne? Und zwar, ich zeig mal. Also angenommen, ihr habt Fak Sao, ja? Entsprechung Fak Dao, ne? Also sozusagen die Schwenkbewegung mit dem Doppelmesser. Dann habt ihr in der Byu Chi Chan Sao, ne? Wo ich sozusagen hier von unten ansteigend durch den Kopf gehe und Überraschung, ja? Ich gehe sozusagen so durch den gegnerischen Hals durch. Ja? Dann halt mal kurz mal. Kennt ihr Scherengarn? Ne? Also wo ich sozusagen, manche sagen, sie schlagen so, ja, so, ne? Und spalte den Kopf, macht natürlich gar keinen Sinn, ja, dass ich so sozusagen den anderen attackiere und mache sozusagen so Scherengarn.
Das ist natürlich logischerweise hier ein Rippenschlag auf die kurze Rippe. Und das hier ist Schansau zum Hals, ne, dass ich sozusagen hier vorgehe. Und wenn man das ganze Ding jetzt sich mit den Messern anschaut, dann mache ich sozusagen so, dass ich hier auf der mittleren Ebene angreife und hier auf der oberen. Ja, und habe sozusagen exakt die gleiche Bewegung ausgeführt, nämlich Scherengarn, aber halt diesmal mit Messern. Ne, das gleiche wäre, wenn ich einen tiefen Vorstoß mache. Ne, ist der Stich. Ne? Charnsau, Faxau, Biufaxau, die Schnittbewegung ist sozusagen die Schnittbewegung mit den Messern. Ja, und manche Leute gehen dann noch so weit, dass sie sagen, der Daumenstoß ist sozusagen hier, ist diese Spitze und die quiekt ins Auge, aber das ist wahrscheinlich ein bisschen überzogen. Ne, aber man sieht, die Handbewegung und die Messerbewegung sind relativ ähnlich, beziehungsweise es gibt Handbewegungen, die exakt Messerbewegung entsprechen. Na, das gleiche, also nicht nur für die offene Hand oder zum Beispiel den V-Stoß, kann ich auch anhand der Ellbogen verdeutlichen. Daumen rein, drehen und umgreifen. Und ihr seht, die Klinge liegt sozusagen jetzt am Unterarm an. Halt mal. Danke. Na, jetzt gibt es in der... Halt nochmal. Danke. So, jetzt gibt es in der Beauty gibt es Ellbogen. No, und ihr müsst euch mal vorstellen, ich habe 8 Richtungen, in denen ich angreifen will. Ne? Ihr müsst euch vorstellen, jetzt baut sich hier vor mir eine Windrose auf, wie im Kompass. Ne? Norden, Osten, Süden, Westen, Nordosten, ja, Südosten, Südwesten und Nordwesten. Ne? Das sind 8 Richtungen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und diese Richtung, horizontal, vertikal und diagonal, und zwar in beide Richtungen, ergibt 8 Richtungen, in denen ich angreifen kann, beziehungsweise 8 Schnittrichtungen. Und das sind die 8 Schnittrichtungen der Doppelmesser. Dann gib mir mal den alten Plastikrügel da. Genau, danke. Na, von oben nach unten, diagonal, horizontal, aufsteigend. Ja, gerade hoch, so hoch, horizontal und von oben rechts nach unten links. Na, das sind die 8 Schnittrichtungen, Bad Schandau, 8 Wege der Messer. Und die haben alle Entsprechungen in Ellbogentechniken. Na, also horizontal, Peitschan, diagonal, Kweitschan, von oben nach unten, Kapschan. Diagonal aufsteigend, gerade hoch. Na, und halt mal, das heißt, Aufwärts-Ellbogen. Na, also, Beispiel. Ich gehe sozusagen so, von unten nach oben. Horizontal, diagonal, von oben nach unten oder so. Na, also ich ziehe, mache so. Von oben nach unten. Und logischerweise auf der Seite auch. Ne? Diagonal von oben, unten und aufwärts. Ne? Also ich habe 8 Schnittrichtungen der Messer bei 8 Angriffsrichtungen der Ellbogen. So, bedeutet, wenn ich jetzt das Doppelmesser drehe, kann ich die gleichen Bewegungen, die ich in der Beauty mache, kann ich auch mit Doppelmessern machen. So, und das bedeutet eigentlich, jedenfalls sage ich das jetzt mal, für mich und meine Leute, Wing Chun ist ein Waffensystem, ist ein Messersystem. Und es geht im Prinzip darum, dass wenn ich ein Messer in die Hand nehme, ich mich genauso bewege, wie wenn ich kein Messer in der Hand habe. Das bedeutet, die waffenlosen Bewegungen sind Schnittbewegungen oder Messerbewegungen. Okay, so, wenn ich also jetzt hier, greif mal, wieder an die Handbefreiung denke, ja, müsst ihr euch vorstellen, ich habe hier ein Messer in der Hand, schneide und mache sozusagen eine Schnitt- oder eine Stichbewegung. Und das wäre dann so, jetzt nehme ich eben ein etwas praktischeres Messer, also ein kleines, was man auch tatsächlich irgendwie vielleicht mal dabei hat. Ja, und ich ziehe das raus
Und nur mal, so macht das natürlich keiner, dass jetzt einer hier das Handgelenk greift. Ich habe ein Messer, ne? Aber greif mal. So, wenn ihr euch das jetzt anguckt, ich gehe so und schneide. Ne? Das bedeutet, aus der Bewegung von vorhin, wo er eine rechte schlägt, und ich mache so, ja, ist jetzt das Messer hier auf der Innenseite vom Arm. Ja, nochmal. Ne? Und ich gehe so hier durch und versuche im Prinzip den Arm auf der Innenseite zu verletzen. Nochmal. Eins, zwei, ja. Und gehe wieder nach vorne. Ne? Also so. Eins, zwei, drei, vier. Ne? Und mache nichts anderes als meine Griffbefreiungstechnik. Aber diesmal, halt mal, sind sozusagen die Bewegungen, sind Messerbewegungen. Ne? Also Faxau, Stich. Ne? Faxau, Stich oder Faxau, Schnitt, ne? Schnittbewegung. Da sieht man eben, dass Wing Chun garantiert, also wenn man ein Messer in der Hand hat, nochmal einen ganz anderen Level an Gefährlichkeit dazu gewinnt. Ne? Vor, ne? Zack, ne? Also warte mal, dreh ich mal, dass man das so mal sieht. Ne? Zum Beispiel, anderes Beispiel, ich mache so, schlag mal. Ich ziehe und mache Hühngottsau, ne? Zu, ne? Und gehe rein. Mal. Eins. Ne? Mal. Hier und gehe hier rein. So, hier die Hand zieht kurz auf. Ob ich jetzt so mache, wie in der Holzpuppe, ne? dass ich die Hand kippe und nach vorne gehe, nennt man Hühngottsau, der Zirkelschnitt. Wenn ich das jetzt mit dem Messer ausführe, na, seht ihr, eins, hier, ziehe ich im Prinzip die Deckung auf. Na, so, na, bin hier. Also, mit anderen Worten, der Wunsch im Wing Chun ist eben im Prinzip messerähnliche Handtechnik, oder was heißt der Wunsch? Na, also, ich trainiere die Doppelmesser und mache meine Doppelmesserbewegung und transferiere den Messergedanken, den ich habe, auf das waffenlose Wing Chun System, wo ich mir halt die ganze Zeit vorstelle, dass meine Hände bzw. Arme Messer wären, die wie Messer halt auszuführen oder zu führen sind und anzuwenden sind, sodass eben eine Handbefreiung, wenn ich die unter Messergesichtspunkt mache, hier Schnitt, 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 ja, und jetzt eins, zwei, drei. Da gehe ich schneidend durch den Hals des Gegners. Na, nochmal greifen. Na, eins, Schnitt, 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 Schnitt. Na, wird immer geschnitten und gestochen. Und das ist im Endeffekt das, was, wenn man sich mal von dieser Doppelmesserform löst, wo man mit diesen riesen Schwertprängeln darum geht und man nimmt eine ganz kleine Waffe. Also ich habe hier noch ein alternatives Beispiel, und zwar ein Stift, ja, den ich jetzt dabei habe. Guck mal, also greift, ne, und ich gehe sozusagen mit dem Stift und, ne, und attackiere und führe den im Prinzip wie ein Messer, dass ich den sozusagen kurz den anderen damit punktuell attackiere. Ne, Birne, Auge, Hals und so weiter, und bewege mich, als hätte ich ein Messer in der Hand. Und so muss ich auch die ganzen Handtechniken trainieren. So. Das war's bis hierhin von dieser kleinen Miniserie über Griffbefreiung. Und ich hoffe, ihr habt jetzt einen ganzen Haufen gelernt. Das ist sozusagen das, was ich Anfängern innerhalb der ersten Stunden in meinem Training zeige. Unser Training dauert ja 3 Stunden, also da ist schon eine Menge Zeit. Und in einigen Trainingseinheiten bekommen die sozusagen so eine Art Überblick, ja, auch andere Sachen, nicht nur sowas. Aber
wo man dann eben sieht, wenn man im Wing Chun fortschreitet, aha, ja, ich habe Sinem Tao, Cham Kyu, Byu Chi, Holzpuppe, Schrittarbeit aus der Tripodalform, ich habe Messergedanken, die ich quasi in die waffenlosen Bewegungen einfließen lasse, und so ergibt sich eben im Endeffekt ein rundes Bild. Denn eins ist mal klar, ihr müsst sehen, dass ihr möglichst zügig euch die ganzen Grundbewegungen aneignet, also aus diesen Formen. Ne? Also es kann zum Beispiel nicht sein, dass ihr jetzt jahrelang rumeiert, bis ihr die Beauty trainiert, weil ihr dann die ganzen Ellbogentechniken nicht seht, ne? Oder dass sowas verboten ist, auch Handkanten und so, weil alles ist Handkanten, Ellbogen hinterher, oder unglaublich viel sind Handkanten und Ellbogen. Und ihr müsst auch wechseln zwischen, sag ich mal, einer Auslage, wo das Gewicht eben tatsächlich auf dem vorderen Bein ist, in der langen oder, sag ich mal, mittleren Distanz, bis hin zu Nahkampfsituationen, wo ich die Schrittarbeit eben an die Enge anpassen muss zwischen mir und meinem Partner. Und ihr müsst auch sehen, dass ihr zügigst an die Holzpuppe kommt und eben die Form trainiert, um die entsprechende Dynamik aufzubauen, euch mit Flankenstrategien und mit den drei Ebenen der Holzpuppe auseinanderzusetzen und nicht viel Zeit verschwendet. Na, weil man allein an dieser Griffbefreiung sehen kann, die Techniken im Wing Chun oder die Bewegungsabläufe im Wing Chun setzen sich aus allen Formen zusammen. No, und wenn ich jetzt die ganze Zeit nur in der Sinem Tao und der Cham Kyu rumdengel und das dauert Jahre, dann checke ich das halt einfach nicht. No, und ihr müsst euch also freimachen und möglichst rasch euch das Wissen aneignen. Und ich hoffe, ihr habt jetzt gesehen, wie man aus einer simplen Technik einen großen Bogen spannen kann über alles Mögliche. Das ist also sicherlich nur angekratzt an der Oberfläche, aber wenn das die Spitze vom Eisberg war, dann wisst ihr, was da noch alles zu lernen und zu entdecken ist. Na, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das sind jetzt, glaube ich, 11 Videos. Ja, ihr könnt den Kanal abonnieren, ein Gefällt mir, Daumen hoch geben und einen netten Kommentar schreiben, wenn es euch Spaß gemacht hat. Das war Marc. Vielen Dank, Marc. Und bis bald zu einer neuen Video-Miniserie. In dem Sinne, ciao. So Leute, letztes Video, was haben wir gelernt? Und zwar, je nach Wing Chun Stil werden 6 bzw. 7 Formen vermittelt. Ja, es sind immer Sinem Tao, Cham Kyu, Byu Chi, Mok Yang Chong Fat, Lok Dim Pun Quan, Ba Cham Dao. Na, also, das sind so die traditionellen 6 Formen. Und manchmal wird an die 5. Stelle die Sam Sing Chong Fat gesetzt, die Tripodalpuppenform. Auch ist es in manchen Stilen so, dass erst die Holzpuppe, dann die Byu Chi unterrichtet wird oder eben erst die Byu Chi, dann die Holzpuppe. Na, also wir haben 4 bis 5 waffenlose Formen und dann 2 Waffenformen. Wichtig ist in dem Kontext, dass man mal Folgendes ganz klar feststellt: Wing Chun ist ein Waffensystem. Also waffenlose Handbewegungen haben identische Entsprechungen in den Doppelmesserbewegungen. Ne? Und wenn man sich die ganzen Handbewegungen mal anguckt und die Waffenbewegungen der Messer anguckt, sieht man Schnitt, Hack, Stichbewegung aller Art. Und es ist offensichtlich, wenn ich die waffenlosen Bewegungen anschaue, dass die Bewegung der Waffen und die Bewegung der Hände bzw. Arme hier völlig identisch sind. Wenn man sich jetzt die Ba Cham Dao genauer anguckt, heißt Ba Cham Dao übersetzt bzw. besser gesagt interpretiert unter anderem 8 Wege der Messer oder manche sagen auch 8 Schnittrichtungen. Ja, da gibt es auch noch andere Bedeutungen, aber damit meint man eben im Wesentlichen 8 Hauptschnittrichtungen, die sich horizontal, vertikal wie auch diagonal in sämtlichen Richtungen rechts, links, aufwärts, abwärts ergeben. Na, also ich schneide sozusagen in allen Quadranten und Diagonalen der Quadranten. Ne, 8 Hauptschnittrichtungen. Das ist unter anderem Inhalt von Ba Cham Dao. Wichtig in dem Zusammenhang ist, dass man sich mal klar macht, wenn ich die Waffe verliere, hier ist das eben das Messer, wechsle ich nicht in ein anderes System. Also ich mache nicht dann Judo, Karate oder irgendwas, sondern ich bleibe natürlich logischerweise in meinem System und führe die trainierten Waffenbewegungen weiter aus, nur eben waffenlos. Ne, und deswegen sieht man sofort, aha, Ba Cham Dao und das waffenlose Wing Chun, das passt ziemlich genau aufeinander.
Natürlich nicht alles, aber so gut wie alles. Bei dem Transfer waffenloser Bewegung in Waffenbewegung, also ich kann jetzt zum Beispiel unterschiedlich Waffen nehmen, Messer, Stift, Schlagverstärker wie ein Palmstick und so weiter, da muss ich natürlich tierisch aufpassen, also muss maximale Vorsicht walten. Stumpfe, nicht spitze Trainingsmesser solltet ihr verwenden. Und bei Bedarf ist eine Schutzbrille zu verwenden, um auf Nummer sicher zu gehen. Na, also ich muss immer auf Eigenschutz und Fremdschutz achten. Ich kann da also nicht wie so ein Wildgewordener da rumstechen und hacken mit dem Messer, egal wie stumpf das ist, und zack ist das Ding im Auge. Na, also ich muss wirklich aufpassen. Und selbst Gummimesser, die eigentlich safe sein sollten, sind manchmal vorne spitz oder sogar so angeschliffen, dass die, wenn das Hartplastik ist und das schön trockenes Plastik ist, einen echt verletzen können. Also super vorsichtig sein. Zusätzlich sollte man Partnerübungen immer darauf prüfen, ob sie auch mit Messern ausgeführt werden können, beziehungsweise welchen Wert, welche Absicht die jeweilige Übung verfolgt. Also es gibt eben Übungen, die kann ich wirklich 1:1 in Messerbewegung übersetzen. Na, das zeige ich auch noch in diversen Videoserien, aber das ist wirklich total geil, wenn man das mal sich mal genau überlegt und überprüft. Trainingsinhalte sollten zügig, je nach Kenntnisstand des Trainierenden, vermittelt werden. Zum Beispiel keine unnötigen Wartezeiten bezüglich des Formtrainings oder ähnliches. Ja, es ist halt immer so, dass wahnsinnig viel Zeit verplempert wird, bis man mal die Beauty sieht, die Holzpuppe sieht, die Tripodalpuppe sieht, Langstock, Doppelmesser und so weiter. Bleiben wir mal allein bei der Holzpuppe. Ja, das ist völlig irre, weil im Endeffekt, wenn man sich mal anguckt, die ganzen Formbewegungen, das sitzt, passt alles zusammen. Ich kann also nicht irgendwie Cinem Town Champio losgelöst von der Beauty und der Holzpuppe trainieren und dann meinen, ich würde irgendwie die Wing Chun Bewegung vom Cheeser, vom Latzer und so weiter irgendwie verstehen. Also die Beauty und die Holzpuppe, die vermitteln ja ganz bestimmte Vorgehensweisen, Flankenstrategie, ja kurze, schockartige Bewegung, das harte Arbeiten an der Holzpuppe, sozusagen harte Attacken machen und sofort wechseln und wieder hart angreifen und so weiter. Das kommt alles durch die Form zustande. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr hockt da 8 Jahre oder 10 und kommt nie an die Holzpuppe. Denn dann könnt ihr auch Mikado spielen gehen. Also das ist einfach zu lang, ne? Und dementsprechend muss man ganz klar sagen, ihr müsst sehen, dass ihr zügig die Trainingsinhalte lernt und der Lehrer muss dafür sorgen, dass ihr einfach flott an diese Inhalte kommt und dass man euch nicht ewig warten lässt, dass man immer sagt, so, ja, du bist noch nicht so weit. Ja, oder im schlimmsten Fall, du hast die Kohle noch nicht gezahlt. Das ist ja sowieso das Letzte. Na, aber ihr müsst eben wirklich sehen, dass ihr zügig vorankommt. Dafür müsst ihr natürlich als Trainierende selber was tun, indem ihr eben einfach regelmäßig ins Training geht und hart arbeitet. Aber wenn ihr euren Teil dazu beigetragen habt und einfach im Training steht und ihr seid auch gut und seid vorangekommen, dann darf sowas wie Geld oder Wartezeit, das darf überhaupt gar keine Rolle spielen. Ja, der Trainer ist ja verpflichtet, euch als Schüler seiner Schule fortzubewegen und euch die Trainingsinhalte zur Verfügung zu stellen. Jedenfalls das bei uns so. Na, womit wir beim Punkt wären, wieder den Trainingsinhalten, könnt ihr das vertiefen? Jawohl, könnt ihr. Und zwar allein hier auf dem Webshop habe ich eine Videoserie, die Bacham Dao, die Doppelmesserform, wie auch Anwendung der Doppelmesser. Das sind 2 Videoserien, ja, wo ich sozusagen einmal die Bacham Dao, die Doppelmesserform, zeige und dann eine Videoserie, wo ich in die Einzelbewegung der Doppelmesserform gehe und eine Videoserie, wo ich im Prinzip Anwendung zeige mit normalem Messer zu den Wing Chun Bewegungen. So, wenn euch das gefallen hat, kommt in unser Training und nehmt das Probetraining wahr und könnt ihr mit uns direkt trainieren. Abonniert den Kanal, gebt uns einen Daumen hoch. Das war die Videoserie, Leute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. 11 Videos sind damit durch. Bis zur nächsten Videoserie. Ciao.